Fanny ist Abraham zurück in Assassin's Creed Valhalla und ich habe hier eine schöne Mission aus dem Thema gemeinsame Vergangenheit. Da werde ich jetzt jemand Neues treffen und das werde ich mir jetzt einfach mal anschauen. Für wen arbeitest du? Wer ist dein Herr? Eivor, das solltest du hören. Dieser Arschling und seine Freunde waren so dumm dreist, Hrefnatorp zu überfallen. Sind die anderen tot? Ein paar, die meisten entkamen. Es ist nicht viel passiert, aber sie haben Ausrüstung gestohlen. Soll ich Ranvi holen? Nein, sie hat genug um die Ohren. Ich erledige das. Gut, du wolltest also Wikinger spielen, kleiner Mann. Bist du bereit, den Weg bis zum Ende zu gehen? Du wirst nichts aus mir herausbekommen, Dänendreck. Ich rede nicht. Ich bin aus Nordwege. Und wieso glaubst du, ich wollte dich reden hören? Vielleicht lasse ich mich in Fleisch bezahlen. Hackt ihm das Bein ab. Es muss kein sauberer Schnitt sein. Eine stumpfe Klinge tut es auch. Nein, bitte, nicht das Bein! Ätheling Edward wollte euer Zeug. Er hat uns dafür bezahlt. Edward? Das ist der Jarl von Margonsäter. Zumindest nennt er sich so. Er sagt, er hasst Wikinger. Vor allem euch. Wo finde ich diesen Ätheling Edward, Jarl von Margonsäter? Ich weiß es nicht. Ich bin neu. Wir sollten die Ausrüstung stehlen und sie dann beim Langschiff westlich von Hrefnabruch übergeben. Mehr weiß ich nicht. Er kann jetzt zu Randvi. Vielleicht können wir ihn gegen ein Schwein eintauschen. Ich sehe mir mal dieses Langschiff an. Okay, also zum Treffpunkt der Sachsen in Grantabrückschir gelangen, an der Küste südlich von Vandri. An der Küste, ist da irgendwo eine Markierung? Nein. Grantabrückschir. Ich bin schon lange nicht mehr hier gewesen. Lincolnshire, Lega, Grantabrückshire, Grantabrückshire. Okay, so. An der Küste südlich von Vandri. Vandri, an der Küste südlich von Vandri. Okay. Dann werden wir uns da mal hinbegeben. So, mein Schweinchen, mein kleines Wildschweinchen, das übrigens auch, wenn man es durch Wasser läuft, Rauch aus der Nase spuckt. Total nice. Flieg, Freundin.
sondern ich bin hier falsch. Das kann durchaus sein. Wo ist das Granta-Brückchen? Ja gut, es ist südlich von Vandri an der Küste. Hier gibt es keine Küste. Das ist eher die andere Richtung. Also eigentlich hier. Zeig mir, was vor uns liegt. Bist du noch bei Trost? Da ist einer ihrer üppigen Tempel. Ja, direkt südlich, da ist das Lammbrot. Hätte man auch leichter finden können. Der Gefangene hat nicht gelogen. Angst lockt Wahrheit heraus. Die Sachsen müssen das Schiff gestohlen haben. Es trägt unser Clan-Banner. Doch sie wussten nicht, wie man Schilde befestigt. Als hätten sie vorgehabt, als Rabenclan Raubzüge durchzuführen und uns die Schuld zu geben. Hier wurde geschlachtet, nicht gekämpft. Die Schnitte sind sehr sauber. Das kommt mir bekannt vor. Dieses Gewand ist in gutem Zustand. Ich nehme es für unseren Clan mit. Was ist hier passiert? Wer hat die Wachen getötet? Ich nicht. Ist das ein Scherz? Du wirst nicht mehr lachen, wenn ich dich zu Jarl Edward schleife, wo du dich verantworten wirst. Schön. Ich würde diesen Mann wirklich gern mal kennenlernen. Hauptmann, ich glaube, das ist eine echte Wikingerin. Lass die Waffen fallen, Dänen, und ergib dich mir! Ich bin aus Nordwege. Und ihr sterbt, weil ihr den Rabenclan entehren wolltet.
bist wirklich vom Raben-Clan. Mein Name ist Roshan. Und wir haben einen gemeinsamen Feind. Ist es Edward? Der Jarl von Margonsette ist nur eine Puppe. Geführt von einer gewissen Asila. Ein passender Name für jemanden mit gespaltener Zunge. Sie gehört einem Orden an, der seine Ziele mit Unruhe und Unfrieden erreicht. Dein Clan ist ein Werkzeug in ihren Plänen. Ich kenne solche Ränkeschmiede bereits. Und jene, die sich ihnen entgegenstellen. Ich würde den Feind meines Feindes als Freund ansehen. Lass mich dich dorthin führen, wo du dich an dem Jarl rächen kannst. Weise den Weg. Wenn diese Asila die Ehre meines Clans als Waffe führen will, wird sie sich sehr bald am falschen Ende der Klinge wiederfinden. Gib dich mit dem Jarl zufrieden und überlass Asila mir. Vielleicht sollte diese Aufgabe der Jüngeren zufallen. Jemandem, der diese Lande kennt. Ich machte schon Jagd auf ihresgleichen, als du noch an der Zitze deiner Mutter hingst. Der Tod des Jarls wird sie herauslocken. Überlass den Rest einfach mir. Diese Klinge an deinem Arm, wo hast du sie her? Sie war ein Geschenk von meinem Bruder. Wirklich? Ist er ein? Ein großer Krieger und Reisender, der viele Dinge entdeckt. Woher stammt deine? Nach langer Zeit habe ich sie endlich wieder. Die Jahre ohne sie waren die schwersten meines Lebens. Deine Ausdauer ist beeindruckend für jemanden deines Alters. Und ich wollte dich nicht beleidigen, als ich anbot, die zu töten, die... Meine Klinge ist noch nicht stumpf oder rostig. Was mir an roher Kraft fehlt, gleiche ich mit stiller Unauffälligkeit aus. Auch ich vermag es, leise zu sein, wenn ich will. Ha! Du magst unter den Deinen außergewöhnlich sein, Kind. Aber ich bin dir ein Lebensalter voraus. Was weißt du über Jarl Edward? Warum hasst er den Rabenclan so sehr? Er gibt euch die Schuld am Verlust seines Titels und Besitzes. Dem Land, auf dem sich nun Hrefnator befindet. Es war herrenlos, verlassen und ungepflegt, als wir kamen. Sein Ärger gilt jenen, die vor uns dort waren. Das kümmert ihn nicht. Er hasst alle Wikinger und macht gemeinsame Sache mit jedem, der eurem Ruf schaden und euch aus Englerland vertreiben will. Von diesem Turm aus werden wir einen besseren Überblick haben. Dort haben Asila und der Jarl ihr Lager. Ausgerechnet in Hrefnabuch. Sie werden an ihrem Hochmut ersticken. Asila hat für die Verteidigung dieser Feste bezahlt. Es wird nicht leicht sein, sie zu durchdringen. Eine Herausforderung für manche, jedoch nicht für mich. Weißt du, was hinter den Mauern liegt? Wenn ich beschreibe, was ich erfahren habe, kannst du es vor deinem geistigen Auge sehen. Das muss ich gar nicht. Sünen! Hör genau zu. Die Sachsen auf der äußeren Mauer sind weniger aufmerksam. Sie verlassen sich darauf, dass ihre Wikingerkleider Neugierige abschrecken. Ein Wikinger mehr oder weniger wird nicht auffallen. Ich könnte das Gewand des toten Sachsen vom Langschiff benutzen. Sehr gut. Einige Sachsen haben zudem andere Aufgaben. Das könnte dir helfen, unterzutauchen. Was ist mit dem Jor? Wo ist er? Im Herzen des Lagers, wo er Hofstaat hält. In Wirklichkeit hat Asila ihn jedoch wie einen hungrigen Hund an der Leine. Der Tod des Jarls muss laut und unmissverständlich sein. Ein Gewese, das Asila nicht missachten kann. Ein stilles Anschleichen mit lärmendem Abschluss. Das ist also dein Rat?
Ist ein Geist in der Lage, zwei widersprüchliche Vorgaben in Einklang zu bringen und dabei für diese Ablenkung zu sorgen? Ich könnte den Yorl auf 100 verschiedene Arten töten und dabei ein Lied darüber schreiben. Irgendwelche Vorlieben? Im Freien, unter diesem Baum. Nähere dich lautlos und töte ihn vor den Augen seiner Mannen. Das wird die Spinne herauslocken. Ich sorge für einen Tumult, den selbst die Götter nicht missachten könnten. Gut. Wirst du die Kleidung anziehen, die du dem sächsischen Betrüger abgenommen hast, um unterzutauchen? Eine Eliminierungsmission. Oh, sehr schön. So, einen kleinen Crash später. Vielleicht Verdacht. Das zum Thema Geduld. Wir sollten die Augen offen halten. Okay, das hätte ich stattdessen machen können. Ja, jedenfalls.
soll ich sagen? Nichts. Nun. Ah. Hey! Fahr weiter! Das gibt's doch nicht! Da! Nimm das! Ich bin heute nicht gut in Tarnen. Ich werde keinen 20 killen. Ich vergesse. Nun gut. Ich vergesse. Mal nachsehen. Hast du den Jord gehört? Wir werden reich wie Könige sein. Ach ja. Da liegen gerade ein paar Leichen rum.
Warum ist der Jorl so besessen vom Rabenklang? Die haben ihm sein Land weggenommen oder so. Wen kümmert, solange wir bezahlt werden? Köter! Dieser Bereich wird streng bewacht. Ich muss vorsichtiger sein. Kleine Stücke schneiden. Aber sie verlässt ihre Hütte eh kaum. Sie sperrt sich dort ein. Mit den Reichtümern von diesen Mistern. Um Roshans Wunsch zu entsprechen, sollte ich von hinten angreifen. Könige! Seine Mutter und seine Dänen! Eine echte! Jetzt ist der Jorl gewarnt. Vielleicht erweckt etwas Feuer Asilas Aufmerksamkeit. Oh!
flieht, solange ihr noch könnt, Feiglinge! Und kommt mir nie wieder unter die Augen! Halte ein, mächtige Kriegerin! Ich entbiete dir alles, was ich dem Jarl gab. Und mehr! Ein größeres Heer als jedes andere! Ein Königreich, das heller strahlt! Es ist vollbracht. Bei Freyas Macht, nach so vielen Wintern, noch so tödlich. Was für ein prächtiger Anblick, das war, Weiseste. Als wäre Hel, die Königin der Unterwelt, aus diesem Baum hinabgestiegen. Ich glaube, ich spürte sie in meinen Knochen. Und nicht auf die tröstliche Art. Bist du... Mir geht es gut. Auch wenn ich für diesen Ruhm später zahlen werde. Nun, da dein Schicksal erfüllt ist, wirst du einen friedvolleren Pfad einschlagen? Asila war nur ein Hindernis auf einem langen Weg. Dies ist der wahre Lohn dieses Tages. Ich nahm es an mich, nachdem ich die Drude zur Ruhe gebettet hatte. Was ist das? Die Zukunft. Ein Samen, den es in Jerusalem zu pflanzen gilt. Die Nornier sind also noch nicht fertig mit dir. Hört es denn je auf? Und du? Bist du zufrieden mit deiner Vergeltung? Meine größte Zufriedenheit erwächst aus der Tatsache, dass die Ehre des Rabenclans unbefleckt und mein Volk in Sicherheit ist. Und so wird es immer sein, solange du für sie einstehst. Leb wohl, Eivor Wolfsmahl des Rabenclans. Wohl jemals mehr über sie erfahren werde. Okay, also. Ich sehe schon wieder, dass ich zu dieser Mission noch ein bisschen recherchieren muss. Und ich euch dann im Nachgang hierzu noch einmal, noch mal eine Aufklärung bringen werde, worum es genau in dieser Mission ging. Und von daher sage ich erstmal von neu Abraham, bis demnächst hier auf meinem Kanal. Ciao, ciao.